Die Freunde der Universität haben im Jahr 2000 eine andere Art von Stiftungsprofessur gestiftet. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Ehre, die und zwar nicht Mainzern, sondern typischerweise externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zuteil wird, die dann 10-mal an 10 aufeinanderfolgenden Dienstagen an die Universität kommen und dort für die Allgemeinheit verständlich aus ihrem Arbeitsgebiet sprechen. Und da hatten wir also teilweise, wir hatten Hans-Dietrich Genscher beispielsweise da gehabt, wir hatten Klaus Töpfer da gehabt, wir hatten Angela Frederici, also eine Neurowissenschaftlerin, da gehabt. Da kommen dann Dienstag für Dienstag 1000 Leute aus der Stadt auf den Campus, um sich das anzuhören. Und das ist finanziell gut ausgestattet. Die können dann auch Gäste einladen. Hans-Dietrich Genscher hat dann an einem Abend Gorbatschow mitgebracht. Können Sie sich vorstellen, das ist natürlich ein Highlight dann auch für die Bevölkerung, für die Universität. Es gibt ganz viele Formate, die schon eingespielt waren. Und auf dieser Basis haben wir uns in der Tat beworben um den Titel Stadt der Wissenschaft 2011, den der Stifterverband auslobt. Und den haben wir gewonnen im März diesen Jahres und haben jetzt also ein Dreivierteljahr noch Zeit gehabt. Das ist fast rum und im Januar geht es wirklich los. In der Tat brauchen wir auch dafür wieder privates Geld. Also das Gesamtbudget ist etwa 2 Millionen, sind über 2 Millionen in diesem Jahr. Vom Stifterverband bekommen wir 250.000 Euro Preisgeld und das ganze restliche Geld muss anderweitig aufgebracht werden. Und wir haben gerade kürzlich der Öffentlichkeit verkünden können, dass wir bei der privaten Unterstützung die 500.000 geknackt haben. Also wir haben jetzt mehr als 500.000 Euro wirklich private Mittel, die in das Projekt reinfließen. Die Wissenschaftsallianz-Einrichtungen beteiligen sich, das Land unterstützt das, die Stadt unterstützt das, sodass wir dann insgesamt auf die über 2 Millionen Euro kommen für die vielen Projekte. Die privaten Stifter stiften an, die stiften auch öffentliches Handeln an. Das haben wir an anderen Stellen mit nicht so spektakulären Summen auch schon gesehen. Wir haben aufbauend auf einer Privatspende von 50.000 Euro beispielsweise in unserem botanischen Garten eine sogenannte grüne Schule bauen können, die am Ende über 350.000 Euro gekostet hat, also die siebenfache Summe. Die wäre nie gebaut worden, wenn dann nicht eine Stifterin gewesen wäre, die das angestoßen hätte. Manche Projekte sind, sagen wir mal, so innovativ und so außerhalb des normalen Geschäfts, dass sie diesen Anstoß brauchen. Und auch 50.000 Euro, wenn es von einer Privatperson kommt, ist eine Menge Geld und regt dann an, sich anzustrengen und sich zu kümmern, dass die Sache umgesetzt wird. Und ich denke, in diesem großen Projekt mit 100 Millionen war das ganz ähnlich. Das ist ein Anstoß, auf den muss man auch als öffentliche Hand reagieren. Ob das die Universität macht oder ob das das Land Rheinland-Pfalz macht, das sei dahingestellt. Das ist mal der eine, mal der andere, manchmal macht man es zusammen. Aber die Privaten können anstiften und da liegt ein großer Wert drin. Das Unternehmen Böhringer Ingelheim würde nie auf die Idee kommen, seine eigene Forschung zu uns auszulagern. Ja, das ist vielfach falsch verstanden worden, auch in der medialen Berichterstattung am Anfang, dass man gesagt hat, jetzt machen die ihre Forschung an der Uni Mainz und bestimmen, was ihr forschen müsst und so. Das ist überhaupt, also das ist nie geschehen, könnte man ehrlich gesagt mit einem Investment von 100 Millionen auf 10 Jahre auch im Leben nicht realisieren. Das kostet viel, viel mehr und wird an anderen Orten ja auf hohem Niveau gemacht in dem Unternehmen. Die Motivation für die Stifter an der Stelle war, zu sagen, wir sind hier in Ingelheim, das ist 15 Kilometer weg von Mainz, also das ist im Landkreis Mainz-Bingen. Die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz ist sozusagen unsere natürliche Partneruniversität aus dem regionalen Bezug heraus. Wir würden uns wünschen, dass diese Universität in den Lebenswissenschaften ein bisschen sichtbarer ist. Und aus diesem Grund versuchen wir mal ins Gespräch zu kommen mit euch. Wenn wir euch das Geld geben, könnt ihr dort sozusagen einen Nukleus schaffen für eine Neuausrichtung der Lebenswissenschaften an dieser Universität. Bei sehr genauer Analyse, schon seitens der Stiftung, dass wir beispielsweise in den angrenzenden Gebieten
Chemie, Materialforschung, da gibt es ein Max-Planck-Institut für Polymerforschung unmittelbar dran. Es gibt eine im Bereich der klinischen Forschung sehr starke Medizin. Dass in diesem Grenzgebiet zwischen Medizin einerseits und, ich sag mal, den Naturwissenschaften andererseits eine Menge passiert im Augenblick, eine Menge passieren wird in den nächsten Dekaden. Also diese Analyse, man hat starke Anknüpfungspartner und wir haben gleichzeitig einen Fachbereich Biologie, der vor einem Generationswechsel steht. Da sind in den nächsten 10 Jahren, ich denke, 80% der Professuren neu zu besetzen. Das ist einfach zufällig jetzt so, die Altersstruktur ist so. Und in dieser Situation hineinzugehen und zu sagen, jetzt investieren wir hier in einen Exzellenznukleus sozusagen, indem wir beste Arbeitsbedingungen schaffen, indem wir Arbeitsbedingungen realisieren, auch von der Struktur des Instituts her, die es ermöglichen, die Besten anzuziehen, aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland. In dem Wissen, dass das alleine nicht reichen wird, sondern dass die universitären Institute sich darauf beziehend und gemeinsam daran ausrichten können und dass man gemeinsam dann wirklich etwas schafft mit den großen Potenzialen, die so ein Generationswechsel mit sich bringt, in dem Wissen, dass man gemeinsam dann wirklich, sag mal, auf einer Zeitskala von 5 bis 10 Jahren zu einem sehr sichtbaren etwas werden kann an einer großen Universität in einem Arbeitsgebiet, was natürlich der Stiftung wichtig ist, Lebenswissenschaften, wo es aber jetzt nicht darum geht, die eigene Forschung dort zu machen, sondern wo es darum geht, vielleicht den Standort aufzuwerten, den Standort Mainz, Bingen, Ingelheim aufzuwerten in dem Bereich der Lebenswissenschaften. Das kann dann, sagen wir mal, mittelbar sogar für das Unternehmen vorteilhaft sein, einfach weil die ja selbst die besten Leute brauchen, dass sie bei ihnen arbeiten. Und wenn die dann an einen Standort kommen, wo sie wissen, dort wird auch tolle Forschung gemacht, mindestens in der Umgebung an der nächsten Universität, die da 15 Kilometer entfernt ist, dann kann das wiederum von Vorteil sein für das Unternehmen. Aber das ist auch mal ein sehr mittelbarer und auch sehr langfristig gedachter Vorteil, der daraus entstehen kann. Der Staat soll sich nicht zurückziehen aus seiner Verantwortung. Ich glaube, die Verantwortung des Staates ist nach wie vor, das wird sie auch noch lange bleiben, eine stabile Grundversorgung sicherzustellen, ja, für Bildung und Wissenschaft in diesem Land. Man kann sich ja die Frage stellen, was kann man voneinander lernen? Und also eine Beobachtung, die wir beispielsweise machen, ich sage mal, öffentliches Bauen ist ja oft so in dem Verruf, dass es a, teuer ist und b, unendlich lange dauert, bis irgendwas realisiert ist. Sicherlich eine Sache, die wir von Privaten lernen können, gerade von Leuten, die in Industrieunternehmen gearbeitet haben, wo Zeit Geld ist, wie man so schön sagt, dass man Dinge, wenn man von einer Idee wirklich überzeugt ist, dass man sie dann auch umsetzt. Und das sollte dann nicht noch 5 Jahre dauern, sondern das sollte dann auch passieren, nicht? Also da kann man lernen. Wir sehen jetzt bei der Errichtung des Gebäudes für dieses Exzellenzzentrum für Lebenswissenschaften, dass der Staat baut, und zwar genau mit den staatlichen Instrumentarien, so wie alle anderen Gebäude bei uns gebaut werden in Rheinland-Pfalz, dass das enorm schnell geht, glatt geht. Wir werden diese guten, gern 6.000 Quadratmeter Hauptnutzfläche eines großen Laborgebäudes innerhalb von 2 Jahren von der ersten Idee, wir machen sowas, bis zum Einzug realisieren können, den ersten Bauabschnitt zumindest mit mehr als der Hälfte der Nutzfläche. Und das ist toll, weil da hat sozusagen das private Engagement auch ein bisschen Druck erzeugt. Und dann haben alle Beteiligten, das sind Ministerien beteiligt, da ist ein landeseigener Betrieb beteiligt, der Bauherr ist, da sind wir beteiligt als Nutzer und als Eigentümer der GmbH, da ist die Stiftung mit beteiligt, dass alle so gut zusammenspielen können auch, dass das schnell geht. Das finde ich sehr schön, weil das so ein bisschen zeigt, dass es eigentlich schneller geht. Und da entsteht so ein Druck durch die öffentlichen Mittel. Man sieht aber, dass die öffentlichen Instrumentarien sehr wohl geeignet sind, das auch zügig und schnell zu machen. Also man kann lernen voneinander und das finde ich sehr interessant. Ich habe vorhin gesagt, man muss wissen, wer man ist und für was man steht. Und gleichzeitig darf man natürlich die Augen offen haben und gucken, wo kann man von den anderen was lernen. Und ich denke, was uns die Privaten oft vormachen, ist in der Tat gute Ideen identifizieren, kritisch prüfen, identifizieren und dann aber auch in die Tat umsetzen.
Und wo wir an den Universitäten oft leiden, ist, dass es dann doch sehr lange Prozesse sind und der inneruniversitären Meinungsbildung und wenn man dann mal eine Meinung hat, auch des Umsetzens mit den diversen anderen Playern, die man halt hat im öffentlichen Raum. Ich glaube, da können wir einiges lernen und das wird uns allen gut tun. Was die Hochschulräte betrifft und die Beteiligung externer in einem Gremium der Universität, das geht ja ein bisschen zusammen mit einer Vergrößerung der Autonomie der Universitäten, also das Entlassen aus staatlicher Kontrolle, dann will man aber trotzdem eine Art von Kontrolle haben. Also die beiden Hochschulräte, mit denen ich zusammengearbeitet habe, an der Universität, in der ich jetzt in der Verantwortung bin und an der ich vorher als Vizepräsident mit in der Verantwortung war, beides mal die gleiche gewesen. Die Qualität derer, die da von außen reinkommen, ist auf einem so hohen Niveau, dass der Rat und der gut gemeinte Rat und einfach der etwas andere Blick auf bestimmte Entscheidungen, bestimmte Prozesse, der eben geprägt ist aus einer anderen Berufserfahrung, die jetzt nicht aus der Universität kommt, dass der von ganz großem Wert ist und einfach hilft. Und dass auch hier wieder so eine strikte Ökonomisierung oder das muss ich rechnen, das ist mir noch nie begegnet, ehrlich gesagt. Das sind so Plattitüden, die Leute, die ein bisschen was von Hochschule und von Wissenschaft verstehen, lange hinter sich gelassen haben. So dass ich auch da, aber das ist meine persönliche Erfahrung, sagen kann, ich bin sehr dankbar um den Rat, der da von den Externen in die Universität reinkommt und mir oder uns in der Universität sozusagen in der strategischen Entwicklung der Universität hilft. Mehr als dass ich den Eindruck hätte, da werden irgendwelche externen Interessen in die Universität reingetragen. Also die Leute, mit denen ich da zu tun habe, haben das lange nicht mehr nötig, ihre Interessen irgendwo, also ihre persönlichen Interessen womöglich noch, oder als Lobbyisten für irgendwelche Dritten da zu handeln. Das ist nicht. Habe ich nicht erlebt. Mag sein, dass es das gibt, aber das ist, deckt sich jedenfalls nicht mit meiner Erfahrung.